So Leute, herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf... Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem kleinen Info-Vlog aus der Messestadt aus Köln. Wir sind hier wegen der Gamescom, ich denke mal, ihr wisst Bescheid. Ich habe viele von euch auch bereits getroffen. Das ist genau das Thema und zwar sind diese Szenen teilweise natürlich auch dank meines Kameramanns, der hier gerade sitzt und Garlic-Knoblauch-Brot isst, aufgenommen worden und sollen eigentlich in Vlogs vorkommen. Ein Vlog, und zwar der vom Mittwoch, der eigentlich heute Abend kommen sollte, der rendert hier gerade. Allerdings haben wir so ein kleines Problem bei der ganzen Geschichte, und zwar hat mein Laptop irgendwie keinen Bock so wirklich. Der hat so ein bisschen Kinderkrankheit. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht liegt es an der falschen Version von meinem Renderprogramm, dass ich nicht die 64-Bit-Version habe, sondern die 32-Bit-Version. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das alles noch so ein bisschen das Problem. Ich werde auch den Urlaubs-Vlog und den Vlog aus Hamburg erstmal nach hinten verschieben. Der Vlog, wenn er jetzt hier mal gerendert wird, kommt sobald es geht. Die anderen Vlogs von der Gamescom werden nächste Woche irgendwann folgen, denke ich mal. Es gibt noch einen kleinen oder einige kleine speziellere Teile bzw. Teil-Vlogs, die werden dann zwischendurch eventuell schon mal kommen. Und der Vlog vom Sonntag jetzt, vom Spiel gegen Kassel, also vom DFB-Pokal Sonntag quasi und Gamescom Sonntag, der wird auch noch ein bisschen früher kommen. Also der wird wahrscheinlich so am Montag, Dienstag irgendwann um den Dreh rauskommen, weil sonst muss ich halt so ein bisschen gucken, wie das Ganze funktioniert mit Rennen und so weiter und so fort. Auch das Schneiden ist auf dem Laptop nicht so einfach, weil teilweise Camtasia einfach abstürzt und das ist alles ein bisschen problematisch. Könnte auch an der Testversion liegen, die ich momentan habe, aber ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Ich würde sagen, das war's von diesem kurzen Infovideo. Wir sind mittlerweile zu Hause. Ich habe leider nicht gesehen, wie der Kollege gerade vom Turm gesprungen. Ach, die Geschichte. Oh, alter Shit. Ja, nicht schlecht. Ja, das war's mit den kurzen Informationen. Ihr kriegt ja trotzdem Videos nebenbei. Von daher geht das, denke ich, mal in Ordnung. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann ja, beim nächsten Mal wieder. Und dann hoffentlich mit einem Vlog und nicht hier mit so einem kleinen dämlichen Infovideo. Bis dann. Haut rein und ciao.